Hallo und willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Sollten Bild und Ton zu wünschen übrig lassen. Das ist mein erstes Video, ich nehme es mit der Handycam auf und bin technisch so versiert wie 12 blasenkranke Paviane. Nun, Thema des Videos ist... Tadab, Resident Evil. Ich liebe die Spiele seit Anbeginn und war auch sehr erfreut, als es dann irgendwann hieß, ein Film hat gemacht. Irgendwann lief er in den Kinos, ich ging rein und ich fand die klasse. Viele können das auch nicht nachvollziehen, aber naja, man muss Spiel und Film auch trennen können. Es war Eye Candy, Paul Anderson ist ein Fanboy und hat ein gutes Auge und ich wurde gut unterhalten. Tja, und dann wurde ich ein bisschen ungeduldig und die deutsche Fassung, die dann auf DVD erscheinen sollte, ließ auf sich warten. Und wir hatten aber in der Innenstadt einen HMV-Store, der Import-DVDs hatte. Und da habe ich mir dann dieses kleine Schätzchen hier ergattert. Eine Special Edition. Naja, das steht eigentlich überall drauf. Es ist eigentlich eine ganz normale Single-DVD. Ein vierseitiges Booklet. Ein ganz normales Keepcase. Ein glitzernder Schriftzug. Ja, jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches, aber das war der Beginn. Meine allererste Resident Evil DVD. Einige Zeit später kam dann die deutsche Fassung raus. Und die erste, die erschien, war natürlich die Vermiet-DVD. Ja, liebe Kinder, es gab Zeiten, da ist euer Papa in die Videothek gegangen und hat sich Filme ausgeliehen. Und ihr werdet schockiert sein, es gab früher sogar Kassetten. Kennt ihr nicht? Macht nichts. Gut. Damals noch mit dem Vermerk ungekürzte Originalfassung, weil es gab viele Gerüchte von wegen, der ist ab 16 und geschnitten, keine Kopfschüsse, kein Gekröse und überhaupt, Paul Anderson ist doof. Ja. Da kann ich zwar nichts weiter zu sagen, ich kenne den Mann nicht, aber ich mag seine Frau. Gut, das war die erste deutsche Veröffentlichung. Aber natürlich gab es dann auch eine Kauffassung. Tada! Auch wieder eine Special Edition, wobei die hier den Namen auch verdient. Ein recht schönes Digipack. Geprägter Schriftzug. So. Oh, es ist rot. Zweimal Mila ist besser als einmal. Und zwei Scheiben, die optisch zwar nicht zum Hintergrund passen, aber man kann ja nicht alles haben. Tja, und so sollte man denken, dass ich eigentlich gut ausgestattet war. Ja, aber dann geht man durch den Mediamarkt und dann springt einem da etwas ins Auge. So ein kleines Bloodpack. Tja, ich musste es haben. Es gab zu der Zeit etliche Veröffentlichungen diverser Filme, die in diesen Bloodpacks verpackt waren. Im Grunde einfach nur eine transparente, mit Flüssigkeit gefüllte Hülle mit einem kleinen Klettverschluss und da drin befindet sich dann die Single-DVD. Aber hey, es ist ein Bloodpack. In diesem Bloodpack ist wahrscheinlich auch mehr Blut als im ganzen Film. Tja, so ist das. Ja, zu diesen Zeiten gab es dann natürlich in Amerika auch so eine kleine Reihe, die sich Superbit Collection nannte. Und da erschien unter anderem auch Resident Evil. Ich denke, das ist vergleichbar mit diesen Blu-rays, die sie heute raushauen, die 4K remastered sind. Aber im Grunde eigentlich nur die Qualität bieten, die sie von Anfang an hätten haben sollen. Aber das ist ein anderes Thema. Nun, wir haben hier einen netten, glänzenden, geprägten Schuber. Und innen drin ein Keepcase. Barebones. Da ist doch wirklich nur der Film drauf und sonst nichts. Quasi der ganze Datenträger ist voller Film. Beste Bildqualität. Ich krieg was an mich. Natürlich gab es den Film auch in Hongkong. Übrigens, die einzige Fassung, die ich habe, die in einem Snapper-Case erschienen ist, ist mal vom Design her eine bisschen andere Rückseite. Asiatische Schriftzüge sehen sowieso immer etwas cooler aus. Und auch wenn niemand Snapper wirklich mag, es war mal was anderes.
Das nächste wäre eine Veröffentlichung aus der Türkei. Hat niemand aus dem Urlaub mitgebracht. Ölümcül Deney. Klingt schon sehr furchteinflößend. Hochqualitatives Keep Case mit sehr diffizil eingearbeiteten Falten. Also ein Qualitätsprodukt. Wer die Ironie hierbei findet, darf sie behalten. Ja, ansonsten Chapter Flyer, DVD, türkischer DTS-Ton. Hat man nicht alle Tage. Unser nächster Kandidat käme aus Schweden. Hat mir auch ein guter Freund aus dem Urlaub mitgebracht. Im Prinzip werden alle meine Freunde genötigt. Ach, ihr fahrt in Urlaub. Oh, Moment, da fehlt mir doch noch etwas. Und das ist eine relativ normale Veröffentlichung. Also die üblichen Extras. Keep Case. Eine Disc. Bisschen Werbung. Nichts wirklich Außergewöhnliches. Aber hey, sie kommt aus Schweden. Aus Schweden kam dann auch das hier. Es ist im Grunde die gleiche DVD, nur eben in einer ziemlich hübschen Verpackung. Ein Digipack mit. Mila, du hier? Ja, man sieht auch, es ist die gleiche Scheibe, nur die Verpackung unterscheidet sich. Warum sammelst du denn die Filme, wenn sie gleich sind? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber hey, ich habe einen Spaß dran. Andere versaufen's, verhuren's oder spenden's. Wobei spenden? Naja, egal. Gut, ein schwedisches Digipack. Und wo ein Schwede ist, da ist ein Norweger natürlich auch nicht fern. Auch wieder ein Keepcase. Unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht von dem anderen, bis auf die Sprache. Und die Disc ist auch genau die gleiche. Lustigerweise war sie in dieser Papierhülle dort drin. Das ist Norwegen. Ich bin noch lange nicht fertig. Thailand ist ein schönes Land. Ja, und auch dort gibt es Resident Evil. Ebenfalls ein bekannten Mitbringsel aus dem Urlaub. Auch wieder ein Keepcase. Die Rückseite sieht ganz lustig aus. Und ja, eine DVD. Wer hätte das gedacht? Ja, und in Deutschland kam der Film dann mittlerweile auch als Heftbeilage raus, in der TV Movie Edition. Europas härteste Filmredaktion. Lol. Gut, jedenfalls in ein selbst gekauftes Keepcase gepackt. Ist das nicht fantastisch? Ja, und ob es eine Heftbeilage ist, zumindest mal ein bisschen ein anderes Motiv. So was hat man das her? Ja, und den Kollegen hat mir ein Freund aus Brasilien mitgebracht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt eine offizielle Scheibe ist. Ich glaube eher weniger. Aber das Motiv ist mal ein anderes. Edition de. Ich sag's nicht weiter, weil man muss sich nicht noch mehr blamieren. Aus Kroatien eine nice Price-Veröffentlichung. In Kroatien kann man oft an Tankstellen, Kiosken oder ähnlichem diese in Papphüllen verpackten DVDs kaufen. Für ein Apfel und ein Ei. Es sind Original-DVDs, nur dass halt in Kroatien oder auch in einigen anderen Ländern halt DVD nicht wirklich so ein Luxusartikel, sondern eher ein Wegwerfartikel ist. Ja, das ist eine formschöne Papphülle, wie der Film ja so verpackt wurde. Sehr liebevoll. Ja, das Leben ist hart. So, jetzt kommen wir zur vorletzten Scheibe heute. Ich möchte eure Geduld nicht überstrapazieren. Da, 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 da. Die TV Movie DVD Edition. Kam eine Zeit lang mal raus mit verschiedenen Filmen. Lief wohl nicht so erfolgreich, weil die Reihe gibt es dann auch schon länger nicht mehr. Auch wieder so ein kleines Digipack. Sehr wertig verarbeitet. Sie hatte beim Kauf schon einen schönen Knick. Mit ein paar Infos,
der härtesten Filmrede. Nein, ich will nicht sarkastisch sein. Ja, ein bisschen bebildert, ein bisschen Werbung für die anderen Titel und auch eine DVD. So, und unser letzter Kandidat heute. Eine Limited Collector's Edition. Die ich persönlich so von der Optik her ganz hübsch finde. Ist ein Metal Pack. Macht schon was her, finde ich. Ja, ist das. Und da hätten wir die Scheibe. Und tada, noch eine Scheibe. Ja, man hätte die ganzen Filme sammeln und dann eins umsonst kriegen können. Aber die Reihe wurde dann irgendwann eingestellt. Könnte sein, dass sie vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Ja, schön geprägt hier, schön glossy. Und na, doch, man sieht's. Two-Disc-Set. Ja, das war's erstmal für heute. Aber da gibt es noch viel mehr. Also ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Man kann seine Zeit auch mit sinnvolleren Dingen verplempern. Aber es wird definitiv weitergehen. Denn da sind noch einige Scheiben, die ich vorstellen möchte. Also dann, gute Nacht, frohe Ostern, alles wird gut und bis demnächst.